Moin und willkommen zurück zu Let's Play Kickle Cubicle. Und wir sind hier in den nächsten Leveln. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier erledigen, aber ich habe schon eine Idee. Wahrscheinlich kann man genau den Platz da hoch, den kaputt treten, dann hier rüber, nochmal kurz festfrieren. Und jetzt können wir hier oben lang gehen, den nochmal hier runter treten, dann frieren wir den nochmal ein. Und das war's. Sehr schön. Ich denke mal, heute werden wir auch zum nächsten Boss kommen. Okay, hier haben wir zwei Hammer, die wir irgendwie kombinieren müssen. Der rechte steht, so wie ich das sehe, schon richtig. Den schieben wir einmal hier rüber. Dann frieren wir dich da ein. Und den Rest hier frieren wir, glaube ich, auch mal ein, damit die nicht im Weg stehen. Und jetzt, genau, jetzt passt das. Jetzt müssen wir nur gucken, dass die Bombe explodiert, damit wir rüberkommen. Und nehmen alle Säcke mit. Sehr schön. Für ein paar Bananen. Und mehr Explosionen. Eigentlich ist das ja so als Kinderspiel aufgemacht, aber es ist doch ein ziemlich brutales Spiel. Mit Zerstören und so. Okay, ich glaube, als erstes hole ich mir einfach mal das Leben. Davon brauchen wir doch ein paar. So, der steht auch im Weg. Und dann werde ich hier wohl irgendwie mal den Weg freimachen. Oder ich mache es ganz einfach und hole mir einfach den Ring. Ansonsten müsste ich jetzt Brücken bauen, sodass ich an die Säcke rankomme. Und müsste natürlich diesen komischen Rädern da ausweichen. Aber das hier ist einfacher und gibt mehr Punkte. Und das waren alle, an die wir rankommen. Jetzt müssen wir warten. Und da ist die Zeit vorbei. Erdbeeren. Wird ja immer süßer, was wir hier so sehen. Okay, das sieht erstmal interessant aus. Da oben haben wir noch eine Bombe. Und die schießt auch erstmal auf mich. Sehr schön. Ja, ich glaube, wir werden den hier irgendwie nochmal rüberschießen müssen. Aber wenn ich da jetzt gegenschieße, bin ich ja sofort hinüber. Mal gucken. Haha. So, und jetzt bitte anhalten. Danke. Oh, na, aber das passt so. Jetzt bitte da anhalten. Jetzt kommst du da rüber. Jetzt müssen wir nur noch die Kanone erwischen. Sehr schön. Es wird so langsam ein bisschen tricky. Noch drei Level bis zum Boss. Ja, den sehen wir heute garantiert noch. Ah, und hier ist auch wieder ein recht netter Level. Sieht man eigentlich erst gar nicht so genau. Komm mal hoch. Zwar Version Nummer 1, Block darüber schießen, relativ einfach. Hier machen wir dich schon mal kaputt. Und sperren dich einfach mal wieder ein. So. Und jetzt die zweite Version. Wir müssen ja jetzt noch rechts rüber, das heißt, wir müssen den Block von da irgendwie gegenschießen. Eigentlich schon wieder recht simpel. Wir nutzen halt wieder die Federn hier, machen den Weg frei, gehen dem Hammer aus dem Weg und kommen hier rüber. Müssen wir nur noch den Clown hier irgendwie vernichten, einsperren und holen uns den Sack. Bald redet hier bestimmt wieder irgendwas mit uns. Nach dem nächsten Level, schätze ich mal. Okay, und hier haben wir... Ah, sowas ähnliches hatten wir doch schon mal mit den Rädern. Heißt, den machen wir frei, damit er nach unten gehen kann.
Und hier sperren wir den dann ein. Und jetzt erstmal den Sack. Dann lassen wir den hier rüberfahren. Und auch ihn sperren wir ein. Und hier müssen wir die Säcke natürlich auch immer gleich mitnehmen, denn sonst sind uns die Räder einfach wieder im Weg, wenn wir die Säcke da liegen lassen. Aber so geht das Ganze. Ich hätte ja eigentlich erwartet, dass die Level so langsam schwieriger werden. Aber ich vermute mal, nach dem nächsten Boss geht's dann richtig los. Ach ja, und hier muss man viel, viel baulen. Erstmal müssen wir hier den Block beiseite schaffen. Wenn wir jetzt hier stehen, können wir einfach die Brücke bauen und haben sehr wenig Stress. Gleich werde ich natürlich hier mit den Eissäulen auf den Weg zurück wieder fertig bauen. Oder dicht bauen, besser gesagt. Da will ich einfach nicht riskieren, dass mich da einer nervt. Dann können wir hier wieder hingehen. Ja, wenn wir hier die Säule hinstellen, ist es auch sicher, dass er da oben nicht lang geht. Wenn wir uns hier hinstellen, müssen nicht so viel hin und her rennen. Und dann machen wir hier nochmal dicht. Ja, und hier ist das Ganze schon ein bisschen trickreicher. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal hier hin und bauen uns hier den rein. Genau, dann stehen wir hier gut da und machen natürlich hier wieder dicht. Klauen kaputt. Und hier unten in die Nische. Jetzt rennt er weg, ne? Und er rennt schon wieder weg. Da gibt's denn sowas. Und jetzt sperren wir ihn einfach ein. Du darfst dran glauben. Und jetzt müssen wir nur noch diesen Weg hier bis zu den Säcken bauen. Und dann haben wir es. Es sei denn, der Block rennt einfach mal weg. Komm zu mir, komm her. Ich spuck dich ja nur an und schmeiß dich ins Wasser. Okay, Äpfel. Und einer der Äpfel wird garantiert mit uns reden. Danke dir, Kickel. Nun taucht der versunkene Palast wieder auf. Ist die Prinzessin immer noch sicher und lebendig? Bitte, Kickel. Schlage das hasserfüllte Monster. Hat es die Prinzessin etwa belästigt? Dann ist natürlich nur der Tod drin. Naja, und das Meer teilte sich. Und darunter lag ein Apfelbaum. Mit Seifenblasen. Und in dem Apfelbaum hauste ein Clown. Wir haben einen riesigen Clown, den wir besiegen müssen. Gute Arbeit, hierher zu kommen. Aber du musst jetzt aufheben. Oha, er streckt uns die Zunge raus und lässt natürlich alles einfrieren. Und ähnlich wie der vorige Boss wirft er hier seine Bälle durch die Gegend. Die müssen wir ihnen entgegenschießen. Beim vorigen Boss waren es halt Eisblöcke, hier sind es Bälle. Und das war knapp. Komm schon, triff ihn. Und ich glaube, jetzt fängt er auch an, noch andere Sachen zu machen, die alle echt nicht witzig sind. Jo, jetzt springt er nämlich hier irgendwie so her. Komm. Aber lame nicht rum, Junge. Lamer sind doof. Hier. Und er schießt nochmal. Ich habe mir jetzt natürlich keinen Ball übergelassen, mit dem ich zurückschießen könnte. Nein, 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 weg, Kickel. Aber wir haben ihn. Nochmal kurz anspucken. Und dann das schöne Victory-Zeichen in die Kamera halten. Und was wird wohl hinter diesem Tor auf uns warten? Noch eine heiße Prinzessin. Wunderbar.
Der Palast ist wiederhergestellt. Du bist großartig, Kickel. Du musst noch 2 Paläste wiederbekommen. Auch wenn ich dich nicht alleine gegen die schrecklichen Monster kämpfen lassen möchte, haben wir niemanden außer dich, um uns darauf zu verlassen. Bitte, bitte rette sie alle. Und wir sind im Kuchenland. Hurra! Und ich glaube, da machen wir jetzt nochmal kurz das erste Level und dann ist unsere Zeit für heute wohl auch schon wieder rum. Jo, 10 Minuten haben wir dann wieder. Der Level sieht hier irgendwie interessant aus. Hier können wir mal schießen. Ja, ich befürchte, wenn man hier viele Fehler macht, dann hängt man irgendwo ziemlich fies fest. Jetzt müssen wir hier noch irgendwie einen Block rüberschießen. Nein! Oh. Okay. Ja, das passiert, wenn man blind irgendwo hinschießt und sich dann erschrickt. Da sind ja Sprungfedern am Rand. Aber wir schaffen es und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit Kickle Cubicle im Kuchenland. Knallharte Action pur. Heiße Szenen im Eisland. Dem kleinen blassen Jungen. Bis dann.